Hallo meine Liebe, heute gibt es wieder ein Musterpatch aus der Reihe Tu dir was Gutes. Und zwar einen lachenden Smiley. Ihr könnt da natürlich auch jeden anderen Smiley draus machen und jedes andere Gesicht. Oder ihr strickt den einfach so, wie ich ihn hier gezeigt habe. Diese Muster könnt ihr natürlich in eure Socken, in eure Mützen, in alles, was ihr strickt, einbauen. Oder ihr strickt euch eben diese kleinen Patches und setzt die zusammen. Denn tu dir was Gutes heißt auch, dass du dir jeden Tag ein kleines Erfolgserlebnis gönnen kannst und so ein kleines Patch stricken kannst. Und mit diesen Patches zum Beispiel deine ganz persönliche kleine heile Welt in Form von einer Decke oder einem Kissen zusammenbauen kannst, wo du wirklich deinen Ort und dein Kraftfeld hast und deinen Rückzugsort. Aber heute geht es halt um den Smiley, der dir, hoffe ich, ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und wie der gestrickt wird und wie der gemacht wird, das zeige ich dir jetzt. Für unseren Smiley brauchen wir natürlich Garn. Ich habe hier einmal blau und einmal hellgelb, weil der Smiley ja gerne gelb ist. Ihr könnt auch orange für den Smiley nehmen oder irgendeine andere Farbe, der darf auch grün sein. Dann braucht man natürlich Nadeln. Ich habe hier meine schönen Prüm Ergonomics und wenn man hier guckt, dann sieht man, dass die hier dreieckig sind. Das heißt, hier ist der Querschnitt dreieckig und hier vorne wird der wieder rund. Damit strickt man sehr schön gleichmäßig und hier vorne haben die diese Hook-Tips. Das heißt, hier ist vorne so ein kleines Plöppelchen und nicht so eine Spitze dran, die dafür sorgt, dass einem die Wolle nicht abhaut. Und dann brauchen wir natürlich unsere Strickschrift. Die Strickschrift hat hier wieder nur jede zweite Reihe gezeichnet. In den Rückreihen stricken wir komplett links. Die Hinreihen, hier die runden Kügelchen, sind linke Maschen, alles andere ist rechts. Und das hier in der Mitte stricken wir als Intarsiereihen. 25 Maschen müssen wir anschlagen und die ersten Reihen, siehst du hier, habe ich schon gestrickt. Das sind nämlich insgesamt 6 Reihen links hin und zurück, also hin links, zurück links. Dann wird das kraus, das seht ihr hier auch. Und dann eine Reihe, 3 Maschen links, alle Maschen in der Mitte rechts und die letzten 3 auch wieder links. Und dann die Rückreihe komplett glatt links und dann sind wir da. Und dann sind wir da, wo wir jetzt hier sind und jetzt stricken wir hier unsere Intarsie. Das heißt, ich habe am Anfang 3 linke Maschen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in Blau. Das legen wir mal dahin. Das machen wir natürlich auch. Fürs Intarsienstricken brauchst du am besten 2 Knäuel oder du strickst in dem Fall das Knäuel einmal aus der Mitte und einmal von außen ab. So, und jetzt 3 linke am Anfang, haben wir gesagt. Und dann 7 rechte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt geht hier unser gelber Faden los. Muss ich mal kurz den Anfang suchen. Da ist er. So. So, und mit dem stricken wir jetzt, hier kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5 Maschen rechts, der Rest ist wieder blau. So, das kriegen wir hin. Das heißt, hier vorne muss ich noch nichts kreuzen. Ich setze den Faden ja gerade erst an. 1, 2, 3, 4, 5 rechts. Jetzt setze ich hier den nächsten Faden an. Da muss ich mir vom blauen den anderen Anfang suchen. Der ist da. So, lasst euch auf jeden Fall genug Faden übrig zum Vernähen. So. Geht er jetzt hier ran. Ich halte mir den hier hinten fest, auch so, dass da wirklich genug übrig ist. Und jetzt stricke ich hier einfach den Rest. Also rechts und dann natürlich die letzten 3 Maschen stricken wir wieder links. Da müssen wir auch gar nichts auszählen, weil die letzten 3 sind links. Da kann ich bis vor die letzten 3 stricken. So, das haben wir schon. Jetzt wird gedreht. Faden nach vorne, denn ich stricke einen Knötchenrand.
So, und jetzt stricken wir komplett alle links bis hin, wo hier mein gelber Faden ist. Bis dahin müssen wir erstmal hin. Und das machen wir natürlich auch, und das geht relativ flott. So. Die zieht sich hier immer ein bisschen groß. Die ziehen wir jetzt einfach an und den Rest machen wir dann beim Vernähen. So, jetzt lege ich, damit ich hier eine saubere Kreuzung hinbekomme, lege ich den Faden in die Richtung, in die ich gerade gestrickt habe. Also in meinem Fall nach links. Nehme jetzt hier unten drunter den Faden auf von dem Gelb und kann jetzt hier den zurückgeben in die Hand, wo er herkam. Und damit habe ich hier vorne eine saubere Kreuzung. Man muss nämlich wirklich immer darauf achten, dass die Fäden schön sauber gekreuzt sind. So, jetzt stricke ich meine 5 gelben Maschen ab und mache hier beim Gelben genau das Gleiche. Na, da wird die gelbe Masche wieder groß, die können wir hier unten anziehen. Also nach links den Faden unten drunter aufnehmen. Und jetzt den hier rüber geben. Ich kann den jetzt natürlich festhalten. Ich muss das nicht festhalten. Ja? Also ich kann den auch einfach hängen lassen. Ich nehme den immer gerne nach rechts, dann ist der nicht im Wege. So, dann stricken wir die nächsten Maschen. Hier bin ich schon am Ende angekommen. Na, die war jetzt nicht ganz so. Und dann drehe ich jetzt genau in die andere Richtung, wo ich vorher auch gedreht habe, damit sich hier nicht permanent meine Fäden kreuzen. Jetzt muss man wieder drauf gucken. Brauche auch gar nicht zählen. Mein Strickstück wird hier um 2 Maschen in Gelb breiter. Das kann ich so rübernehmen. Da muss ich gar nicht den Faden mit einheben, sondern das mache ich direkt so. Das heißt, ich stricke natürlich meine ersten 3 wieder links. Dann stricke ich hier meine Maschen bis 2 Maschen vom Blauen. So, jetzt muss ich den Faden tatsächlich hier rüber kreuzen. Das heißt, ich lege den auch, wie ihr seht, komplett nach links und nehme unten drunter den gelben Faden auf. Den kann ich hier, diesen Faden kann ich übrigens auch nach links liegen lassen. Ich nehme den immer nur gerne wieder mit nach rechts, weil, das seht ihr jetzt hier auch gleich warum, weil der Faden muss ja jetzt hier hin. Und wenn ich jetzt den blauen Faden mir hier rüber ziehe und zu meiner Masche ziehe, dann seht ihr, dass ich damit schon hier so eine kleine, den kleinen Spannfaden gebildet habe, der, wenn ich das jetzt anziehe und stricke, dann praktischerweise, wenn ich den hier festhalte, so ist, dass sich hier die Masche nicht groß zieht. Also der ist weit genug. Ich mache sie nochmal auf. Der ist wirklich weit genug, dass ich das entsprechend bequem abstricken kann. So. Der ist aber auch stramm genug, damit sich hier die nächste Masche nicht aufzieht. So, jetzt zieht hier unten. Das passiert übrigens immer, so lange bis wir den vernäht haben, geht hier die Masche noch mal ein bisschen hoch. Das macht ihr dann beim Vernähen zu. So, und hier drüben machen wir natürlich genau das Gleiche. Wir werden halt auch hier 2 Maschen breiter. So, und da seht ihr, die von unten drunter hat sich schon ein bisschen großgezogen. Dann nehme ich jetzt hier meinen blauen auf, mit dem ich hier stricken muss. So. Leg den nach da. Und lass den jetzt hier drüben. Lasse ich den einfach nur runterfallen, weil den ziehe ich jetzt hier nicht an. Dann würde ich meine Maschen hier zusammenziehen, sondern den lasse ich jetzt da einfach nur runterfallen und dann gibt sich das schon ganz alleine. So, und dann haben wir das auch schon wieder gekreuzt und diese Reihe auch schon wieder geschafft. So. Und jetzt drehen wir das genau andersrum, damit sich hier unsere Fäden nicht permanent miteinander verdrehen. Hier
Hier hinten seht ihr schon, was passiert. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn wir jetzt die Rückreihe stricken, sehen wir davon sogar noch ein bisschen mehr. So. So, jetzt sind wir wieder beim Gelben angekommen. Ich lege meinen Faden wieder nach links, nehme Gelben unten drunter auf und kann den jetzt hier runterlegen und damit sind natürlich auch hier wieder meine Fäden gekreuzt. So. Und das Gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. So. So. Und rüber stricken. Und jetzt ist hier schon unser Smiley mit den ersten zwei Reihen fertig. So. So sieht das jetzt aus. Das sieht jetzt hier unten so ein bisschen eckig aus, weil sich hier diese gelbe Masche immer ein bisschen groß zieht. Das ist aber nicht so schlimm. Das gibt sich gleich und so ein Smiley kommt ja ursprünglich auch aus dem Pixelbereich. Der darf auch ein ganz klein bisschen pixelig sein. So. Ihr strickt jetzt weiter. Ich glaube, ihr habt das Prinzip von dieser Intarsie verstanden. Ihr strickt jetzt weiter. Das ist auch gar nicht schwer. Und zwar werdet ihr jetzt noch zweimal, also wir haben diese Reihe gestrickt, werdet ihr noch einmal breiter, zweimal breiter, dreimal werdet ihr noch um eine Masche breiter. Dann habt ihr hier an der Seite noch drei Maschen. Dann stricken wir für 1, 2, 3, 4 Reihen einfach wirklich nur hoch, ohne rechts und links breiter zu werden. Und dann geht das Ganze wieder retour. Das heißt, 1, 2, 3 mal um eine Masche schmaler werden. 1, 2, 3 mal um eine Masche schmaler. Und dann hier noch ein weiteres Mal um zwei Maschen schmaler. Dann kann ich wieder komplett durchstricken. Das zeige ich euch. Also hier zeige ich euch wieder, wie man den gelben Faden absetzt. Das ist nämlich ganz einfach. Und dann kommt der Rest. Und dann zeige ich euch natürlich, wie man ein Smiley daraus macht. Aus dieser Collar, die wir hier stricken. Bis dahin stricke ich jetzt mal selber vor und dann treffen wir uns hier an dieser Stelle, wo wir den gelben Faden wieder loswerden. So, ich habe jetzt meine Kugel hier soweit gestrickt, was unser Smiley wird und du siehst, das ist schon schön kugelig und auch kaum pixelig. Und jetzt haben wir hier oben die letzte Reihe, wo wir nochmal um zwei Maschen kleiner werden und die möchte ich natürlich mit dir zusammen machen und dann sind wir die Intarsie nämlich auch schon los, weil dann stricken wir ja wieder in Blau einfach nur fertig. So, und das geht auch relativ einfach. Ich stricke jetzt hier also meine Maschen. So, vom blauen Teil, die kriegen wir ja gut hin. So, jetzt ist die hier. So, und hier stricken wir jetzt zwei in Gelb und da wird, wie ihr seht, die Masche ja schon ein bisschen größer. Die müssen wir jetzt hier anziehen und zwar fest, aber nicht zu fest darauf achten, dass wenn ihr hier zieht, dass die Masche, wenn ihr die gerade zieht, immer noch eine normale Maschengröße habt. Und jetzt kreuzen wir das so, wie wir es auch immer gekreuzt haben. So, na, wo ist er? Da ist er. Das heißt, Faden nach links legen und den blauen Faden nach links, den muss ich jetzt gar nicht großartig nach rechts ziehen. Der liegt ja sowieso da, so. Und jetzt meine fünf Maschen aus der Mitte, beziehungsweise bis zwei gelbe vor dem Schluss. Und jetzt meinen gelben Faden wieder nach links. Und meinen blauen Faden wieder aufnehmen. So. Und den jetzt wieder, so wie wir es am Anfang gemacht haben, hier schön rüberziehen. Und damit habt ihr, ich drehe das hier ruhig auch einmal um meinen Finger, damit ich den besser halten kann. Und damit habt ihr
Jetzt habe ich eine Masche zu viel gemacht, stelle ich fest. Das ist aber nicht so schlimm. Die kriegen wir wieder aufgelöst. So. 1, 2, 3, 4, 5, ja, richtig. So. Und damit habt ihr jetzt hier bei dem blauen die optimale Breite an Spannfaden erreicht. So, jetzt kann ich den loslassen. Und dann sieht das auch gut aus, ohne dass sich das irgendwie zusammenzieht oder sonst irgendwas. Dann stricken wir natürlich jetzt die restlichen Maschen. Und jetzt auf der Rückreihe können wir schon alle unsere Fäden abschneiden. Ihr seht hier übrigens die Rückreihe, ne? Hier sind die Fäden auch immer schön gleichmäßig mitgenommen. Dort sind am Anfang unsere langen Spannfäden und auch die sind kaum zu sehen. Also wie ihr seht, seht ihr nichts. Hier sind noch, ne, dieser etwas größere Absatz. So, und jetzt noch die Rückreihe. Und die stricken wir ja wie immer komplett links. So, und jedes Mal, wenn ich hier einen Faden absetze, schneide ich den gleich ab. Damit kann der sich mit den anderen einfach nicht mehr verheddern. Das ist schon mal gut so. Und der ist vor allen Dingen auch gleich abgeparkt. So, jetzt einmal die Schere. Ich schneide den immer, wenn ich den noch um den Finger habe, hier so zwischen Daumen und Mittelfinger ab. Dann hat der eine gute Länge, um vernäht zu werden. Das ist immer so meine Standardlänge. Dann kreuze ich die hier nochmal und nehme wieder den unten drunter auf. So, und jetzt auch diese 5 Maschen. Natürlich noch mit dem Faden. So. Und jetzt auch wieder hier weg. Und dann habe ich nur noch meinen Faden, mit dem ich arbeite, was mein Arbeitsgarn ist. Und das ist auch gut so. So, und den jetzt wieder rüberziehen. Na, komm her. So. Und das fertig machen. So. Und da haben wir es auch schon geschafft. Jetzt ist unser Kreis hier drin. Und jetzt kann ich ganz normal, so wie ich es vorher auch gemacht habe, über alle Maschen. Ich habe ja sowieso nur noch einen Faden dran. Das heißt, Verwechslungsgefahr ist hier ausgeschlossen. Und ich kann einfach wirklich über alle Maschen jetzt wieder rechte und linke Reihen hin und zurück stricken. Ich stricke jetzt noch hier im Mittelteil eine Reihe glatt rechts hin. Und natürlich glatt links zurück. Und darüber strickt ihr wieder 6 Reihen links. Das heißt, das wird dann kraus rechts vorne. Und wenn ihr das geschafft habt, dann kettet ihr oben einmal ab. Und wenn wir abgekettet haben, dann treffen wir uns wieder. Denn dann zeige ich dir natürlich, wie wir hier noch das Smiley-Gesicht reinkriegen. So, hier ist also unser fertiges Patch mit dem Kreis drin und jetzt wollen wir dem Kreis natürlich ein Gesicht geben und zwar unseren Smiley. Dafür habe ich mir ein Stückchen Faden abgeschnitten. Wenn das hier noch nicht gespannt ist, ne, sieht das ein bisschen aus wie ein Alien hier unten so schmal, aber das ist nicht so schlimm. So, ich habe mir entschieden, ich mache hier die Augen hin und hier dann natürlich den Mund. So, hier die Augenposition. Ihr könnt euch die auch einzeichnen, ja, also das heißt, ihr könnt auch natürlich sagen, ihr zeichnet euch die jetzt hier in der Strickschrift zum Beispiel ein, da wollen wir den Mund hin haben und dann wollen wir etwa dahin die Augen haben. So, das wären dann hier die Augen so und dann ist der Mund hier ganz gut. Das können wir natürlich machen und dann habt ihr eine Position. Ihr könnt euch aber natürlich auch alles andere wählen. Wenn wir jetzt mal diese Position nehmen, dann ist es hier an der breitesten Stelle und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen hier rüber. Das wäre dann 1, hier ist die breiteste Stelle, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen hier rüber. Das ist für mich jetzt in der Tat ein bisschen hoch. Das heißt, ich steche hier eins tiefer. So, da. Oh. Können wir auch noch eins daneben nehmen. So ein bisschen Bauchgefühl darf da ruhig mit drin sein. So, und jetzt ziehe ich mir den Faden hier einmal durch. Und zwar so, dass ich hinten noch ein bisschen was zum Vernähen habe. Und jetzt steche ich den
einfach nach hier schräg hoch. So. Hier schräg hoch, einmal durch. Und dann kann ich jetzt nämlich hier wieder schräg runter, dahin stechen, wo ich hergekommen bin. Ich kann es halt auch über zwei Maschen machen, wenn ich jetzt den Smiley beispielsweise breiter haben möchte. Dann steche ich den so rein. So, und jetzt ziehen wir hier das Ganze mal durch. Nicht zu fest, damit uns das wirklich nicht zu fest wird. Und jetzt gehe ich einfach mehrfach durch die gleiche Stelle durch. Und wenn ich das mehrfach mache, habe ich jetzt hier erstmal so ein kleines Alien-Auge. So. Nicht zu festziehen, damit uns das nicht zu doll zusammenzieht. Aber ihr seht schon, was passiert. Das fächert sich schon auf. Und dann steche ich einfach hier in die Masche oben rein und dann im Pendant hier unten raus. Hier. Aufpassen, dass sich das nicht kreuzt. Und wenn ich das jetzt hier noch so ein bisschen schräg zwei, dreimal mache, habe ich eigentlich ein relativ rundes Auge. Man könnte es jetzt halt auch nochmal ganz rumgehen, aber prinzipiell reicht mir der so schon eigentlich immer ganz gut aus. Und man könnte halt jetzt eben noch hier in die Masche daneben gehen und dann eben hier unten rauskommen. Wenn wir es ganz rund machen wollen, dann machen wir das auch noch. Zwei Stiche dorthin. So. Jetzt muss ich hier nachziehen mit meinem Faden. Ich war natürlich faul und habe gleich einen langen Faden gelassen. Aber das könnt ihr ruhig machen. So, an der Stelle muss ich rausziehen. So. Zack. Und weg. Und jetzt habe ich hier so ein kleines, na, wenn ich da wieder rauskomme, so ein kleines Augenwäpselchen. So, den kann ich hier noch so ein bisschen justieren. Natürlich könnt ihr hier auch einen Knopf drauf nähen als Auge. Aber so sieht das dann aus, Auge Nummer 1. Jetzt muss ich natürlich hier einmal unten drunter. Und dann zur Parallelstelle auf der anderen Seite. Das machen wir natürlich auch, indem wir dort ein bisschen dezenter dran gehen. Ihr seht, hier unten ist das Auge eigentlich auch ganz hübsch. So, und jetzt fahren wir hier unten einmal, wie beim Vernähen auf der linken Seite, einmal die Masche nach. Das heißt, ich gehe hier rein, da geht die Masche lang, da kommt sie wieder raus. So. Und webe auf die Art und Weise hier unten meinen Faden ein. Ihr seht, da geht sie lang, die Masche. Und da, wo wir rausgekommen sind, müssen wir wieder rein. So. Und so geht das quasi immer hin und her, bis wir dann an der gleichen Stelle auf der anderen Seite sind. Das müssen wir mal von vorne gucken. So. Von vorne seht ihr, ja, wenn man das, hier blitzt halt nichts durch, ne? Und das ist auch gut so. Und wir müssen, letztlich müssen wir 1, 2, 3, 4. Wir müssen 1, 2, 3, 4. Hier hinkommen müssen wir. Das heißt, wir müssen noch jetzt hier eine Masche ummalen. Das kriegen wir auch hin. So. Und dann machen wir auf der anderen Seite natürlich genau das Gleiche. Mit dem Auge. So. So, da sind wir hier angekommen und dann machen wir hier genau das Gleiche mit dem Auge. Das heißt, ich steche natürlich auch von da nach da, in dem Fall in die andere Richtung und habe dann hier eigentlich genau die gleiche Position getroffen und kann jetzt hier auch das Gleiche machen wie auf der ersten Seite. Das mache ich mal fix fertig und dann zeige ich dir noch, wie wir den Mund machen. So, da ist mein Smiley mit meinen Augen und ich bin hier schon nach unten manövriert und da wieder rausgekommen und jetzt mache ich als erstes hier diese kleine Kante, die man ja beim Mund durchaus auch mal dran macht, diese Grübchen sozusagen.
Ich möchte die gerne haben. Dann mache ich mir die auch dran. So. Und jetzt steche ich einmal von hier unten rein. Also quasi da, wo ich rauskommen will beim Mund. Müsst ihr schauen, dass ihr die Masche trefft. Gut. Da sind wir. So, und jetzt möchte ich mir den Mund hier so lang legen. Das heißt, ich gehe hier mit kleinen Stichen, also wirklich von Masche zu Masche, gehe ich hier lang und muss das einfach einmal hin und einmal zurück nähen. Also zumindest mache ich das so. Wenn ihr noch andere Methoden kennt, dann könnt ihr mir die auch gerne mitteilen oder in die Kommentare schreiben. So, einmal. Dann will ich jetzt hier rüber. Dann will ich dahin. So. Jetzt hat der Smiley natürlich hier noch ein paar Lücken, aber das ist nicht so schlimm. So, dann gehe ich da wieder drauf. Wenn das Lächeln ein bisschen schief wird, finde ich das auch nicht so schlimm. Es gibt ja kaum einen Menschen, der quasi das perfekte symmetrische Lächeln hat. Das muss dann unser Smiley auch nicht haben. So. So, da sieht das schon ganz gut aus. Dann komme ich hier raus, mache natürlich wieder meinen Steg. So, gehe dann wieder da rein, wo ich rausgekommen bin. So, und jetzt besteht die Kunst darin, natürlich hier einmal zwischenzustechen und da rauszukommen, wo ich vorher, also ich muss hier auf jeden Fall einmal runter, ne? Und dann muss ich einmal da raus, wo ich vorher, also rausgekommen bin, beziehungsweise reingegangen bin, so. Und dann hier genau das gleiche, so einmal darüber. So. Genau, da bin ich rausgekommen. Da kommen wir wieder rein. So. So, und das können wir hier noch so ein bisschen nachjustieren mit den Fingern. So, und da ist mein Grübchen. Und da wollen wir wieder hin. So. Da hat unser Smiley ein kleines Lächeln. Hier hätte ich noch eine Masche tiefer gehen können. Sehe ich gerade. Da habe ich eine Masche zu weit oben eingestochen. Sonst habe ich das ganz gut getroffen. Und ich finde, der kleine Bursche hier ist auch ganz süß geworden und zaubert dir ein kleines Lächeln ins Gesicht. Wenn das der Fall ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du ein Abo dalässt und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.